So, jetzt hier aber Ben gegen Amar. Auch wenn ich Amar nicht kenne. Ben, 12 Jahre noch nie gehört. Ich erkenne alle Pokémon-Figuren nur anhand ihres Schattenbildes und bin darin besser als Online-Star Amar. Ben und Amar müssen nacheinander in 90 Sekunden so viele Pokémon-Figuren wie möglich nur anhand eines Schattenbildes richtig erkennen. Es gibt jeweils einen Punkt. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt das Duell. Klein gegen groß. Auf, los geht's. Los! Und so, was haben wir denn schon mal hier aufgestellt? Ich meine, hier ist zum Beispiel ein Genesect, da versteckt sich ein Pikachu, hier ist ein Despodor, aber das kenne ich auch nicht. Das ist ein schwarzer Rabe. Kennt den jemand? Da ist noch ein Dragoran. Hier ist ein Kai Pflaume, aber der ist, glaube ich, kein Pokémon, soweit ich weiß. Gut, also die machen das, jeder kriegt die gleichen als Schatten und die müssen die sagen und dann kommt der andere. Ich dachte wirklich, die sind beide gegeneinander, müssen auf den Buzzer drücken und dann sagen sie, das ist es. Und dann war es so. Aber ist doch wieder ein bisschen anders. Der Stream-Glitch, genau. Du musst auf jeden Fall so machen die ganze Zeit am Controller. Und dann kommt das schon irgendwann. Das habe ich auch schon gesehen. Echt heftig, der Kleine. Okay, okay. Dann guckt man jetzt einfach mal rein. Aus der 8. Ach, Kai Pflaume ist aus der 8. Generation. Gut, jetzt weiß ich Bescheid. Also das Gramor. Die 90 Sekunden laufen mit dem ersten Schattenbild, das erscheint. Hier ist die Welt der großen, bunten Pokémon. Oh mein Gott, das kenne ich nicht. Was ist das für eins? Rosana, oder? Ein wildes Rosana. Gut, Punkt für mich erstmal. Ben hat 0 Punkte. Lasst mich kurz wenigstens einen Schluck trinken und das mal sacken lassen. Oh, ich bin schon wieder total aufgeregt. Moin Ramses, hoffe dir geht's gut. Hallo, ich bin's. Ja, mir geht's gerade noch gut, würde ich dazu sagen. Und außerdem muss ich mir nochmal einschenken. Die sieht aus wie Helene Fischer. Ich muss ehrlich sagen, ich würde Helene Fischer gar nicht erkennen, wenn ich die sehe. Ist das wirklich Helene Fischer? Ich kenne mich in der Fischzucht nicht so aus. Ich kenne nur ihre Stimme. Aber irgendwie nicht ihren Look. So. Da ist immer noch ein Schwätzel drin. Jetzt fertig. Bam. Shiny Rosana, das Fischer-Pokémon. Kai Pflaume, achte, alles klar. Na gut, wir gucken, ob wir es überhaupt schaffen. Weil Ben bestimmt, wie die Kanone abgeht. Los geht's. Oh mein Gott! Es ist ein... Das beste Pokémon der Welt. Es ist ein... Also, wenn ich es jetzt sage und ihr schreibt meine Antwort ab, ist ja voll gemein, oder? Also, es ist natürlich ein... Raupi. Genau. Raupi. Aber, dass sie mit dem heftigsten direkt anfangen... Andersrum ist es jetzt auch blöd, wenn bevor ich sag, schon ihr das schreibt, dann kann ich mich ja von euch beeinflussen lassen. Am besten, ich guck gar nicht hin. Sage dann und gucke dann, damit sich das irgendwie so abpasst. Raupi, sieht gut aus. Ich glaube, das dürfte passen. Kenn ich nicht, das war ja so klar. Erstmal das Beste zum Start. Huhu, Kotlet ist jetzt auch am Start. Kotlet TV. Ob das der Amar auch weiß? Raupi. Richtig. Stark. Oh. Das ist hier diese komische Ameise. Vermicula und... Es ist ein Smetbo. Vermicula, 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 Vermicula. Jetzt habe ich die... Ich habe jetzt echt gedacht... Vermicula... ist der Ameisenbär. Und es ist das andere. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wie heißt denn das andere? Das Gegenstück. Also ich hätte schon falsch gehabt. Ohne Spaß. Ich habe den Ameisenbär jetzt vor Augen gesehen noch dazu und habe gedacht, gut, Vermicula und ich komme nicht auf den anderen Namen. Deswegen dachte ich, Vermicula ist jetzt das andere. Aber gut, dann ist es natürlich ein Vermicula. Klar. Und der Ameisenbär ist der Furnifras. Stimmt. Furnifras wäre das andere gewesen.
Ja, wenn ich Furnifras höre, dann weiß ich natürlich, dass das kein Furnifras ist, sondern dass dann das doch das Vermicula ist. Also jetzt macht's auch auf jeden Fall Sinn. Naja, egal. Mal gucken. Ben. Mit seiner Picknickdecke. Bro. Vermicula. Richtig. Vermicula. Oh mein Gott. Was ist das denn? Das sieht komisch aus. Das könnte ein... Es ist ein Altaria. Hä? Es sitzt nur komisch da. Es hat... Es sieht aus wie ein Schwan-Pokémon eigentlich. Soll das hier... Das ist der Hals und hier ist der Kopf mit bei. Das ist ein Altaria. Altaria hängt doch sein Rüssel nicht so runter. Waschkawil wird es aber auch nicht sein, oder? Schwanensee? Jetzt wird es wirklich kompliziert. Jetzt müssen wir... Ramses Level 50 kennt nur Legendäre aus der ersten Generation. Haha. Genau. Raupi nehme ich zum Beispiel. Jetzt ist hier... Was haben wir denn? Shenlong? Lugia? Lugia? Schon wieder Shenlong? Sag mal, gibt's etwa Shenlong als Pokémon? Longdong? Da bin ich raus. Beim Chat, da weiß ich nicht mal, ob der Chat einfach nur, oder der Chat weiß wieder mehr. Schwarones sehe ich noch hier. Schwarones, hier steht Schwanensee. Da hier steht Wischmob. Dafür ist der. Da müsste der Stiel gerade nach oben gehen, glaube ich. Mega Raupi, das ist Relaxo. Oh mein Gott. Was noch nicht in Poge ist, kenne ich nicht. Genau, Julchen. So geht's mir auch. Genau wie dieses Vermicula. Als ob's das. Da sollen sie das endlich mal einführen in Pokémon Go, dass man das auch kennen kann. Papagei steht hier noch, also. Schwarones würde auf jeden Fall gut klingen, sieht ja aus wie ein Schwan, weil ein Shenlong oder Shenlong kenne ich nicht. Aber gut, wir werden gleich das Wachen erleben. Shenlong. Richtig. Oh mein Gott, es ist ein... Was ist das denn? Was hat das für komische Augen überhaupt? Es ist ein Shenlong, aber oh, ihr habt recht. Ihr habt recht. Kenne ich nicht. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Finde ich auch nicht schön. Ehrlich. Guck dir das mal an. Das ist hier. Das ist ein Schwan eigentlich, aber mit Hundekostüm. Ente mit Drache. Nee, das sagt mir gar nicht zu. Aber schön, dass man da mal ein bisschen was lernt, ne? Golking! Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich kenne nur erste Generation. Es könnte ein Golking sein. Goldini? Schwarzer Fleck. Goldini. Doch kein Golking. Ist schon wieder verkackt. Weil Golking mehr Körper hat. Und Goldini weniger Körper hat. Und deswegen... Als Schatten sieht es Dildo. Okay. Ein Einhorn, eins davon. Es ist ein Fisch. Wahrscheinlich ist es ein Carbador, genau. Einig wir uns darauf. Oh Mann. Ich kannte die meisten auch nicht, weil das schon die Generationen waren, wo die Pokémon so hässliche Designs hatten, weshalb ich nicht mehr schaue. Also die meisten sagen Goldini. Also schauen wir mal, ob es ein Goldini ist. Der Hai... Voll findet Nemo auf Wish. Der Hai von findet Nemo auf Wish bestellen. Goldini. Richtig. Oh mein Gott, das ist doch... Ey, da siehst du eins und denkst, das kennst du jetzt aber. Und dann ist es trotzdem falsch. Weil Golking halt nochmal anders aussieht. So, hier. Och nee. Da bin ich auch wieder raus. Das ist auch wieder das... So ein komisches Dings mit diesem Kreisel da am Rücken hier, Dings, kenne ich nicht. Muss ich wieder passen. Sorry. Tier mit Bagel. Pikachu, genau. I love Ramses hat's raus. Das ist ein Vulkanion, schreibt ihr. Eine Lecci, glaube ich. K.A., das Name.
die Füße von Logok geklaut. Oh, Alba ist wohl da. Genau, was habe ich verbrochen? Alba ist jetzt da. Also ich habe das schon mal gesehen auf einem Bild, als es irgendwo schon mal über irgendwas hatten, aber dadurch, keine Ahnung, habe ich den Namen auf jeden Fall gar nicht. Weiß ich leider nicht, Vulkan den Hund. Aber wenn so viele hier sagen, Vulcanion, also eine Mischung aus Canyon und Vulkan, dann müsste das Pokémon mit Piercing, das Nasenpiercing, der halt irgendwie sich nach oben geklappt hat, könnte es sein. Vulcanion, dann wird es Vulcanion sein oder Vulcanion. Mal schauen, wie man wie er es ausspricht. Es ist ein Vulcanion. Richtig. Oh. Der sieht gut aus. Kann der was? Geht einfach weiter. Oh, ich weiß es. Darf ich sagen? Ich lasse euch kurz Zeit. Ich guck kurz weg. Das ist natürlich das kontinentale Pokémon. Ich sage ja immer, ich kenne nur alle aus der ersten Generation. Hier haben wir eine besondere Ausnahme. Das ist natürlich ein Plaudergei. Also das sieht man ja komplett, oder? Komplett Plaudergei. So, und? Heatran. Ich glaube, das war noch auf das andere. Plaudergei. Paragoni. Plauderkai. Plaudergei, Kakadu, Plaudergei, Gaga. Vulcanion, erstes Feuerwassermon, Plaudergei. Auflösung? Plaudergei. Richtig. Boom. Oh, ich weiß es. Guck mal, ist ein Pikachu, was auf dem Rücken sitzt von einem Krebskorps. Nein, das ist natürlich ein, pass auf, ihr müsst ja erstmal hier, ich guck so lange weg und guck nicht, was ihr schreibt, es ist ein Gorgler. Mit einer Pikachu-Mütze auf dem Rücken von einem Krebskorps. Ein Skorgler. So, was haben wir hier? Skorgler. Ich sage dir nur nichts mehr vor. Skorgler. Alles klar, Skorgler. Guck mal, Skorgler, kennt er bestimmt. Skorgler. Richtig. Husch. So. Gut, ich bin wieder raus. Ach, das ist der Fernseher Rotom, aber ist er ja wahrscheinlich nicht. Mit dem komischen Körper unten drunter scheint das wohl ein relativ normales Pokémon zu sein. Gibt's ein Pokémon mit dem Fernseher auf dem Kopf? Was soll das, ein Eiswürfel sein? Es hat auf jeden Fall eine Antenne dran. Ich weiß es nicht. Sehe ich auch zum ersten Mal. Also keine Ahnung. Vulcanion wird wahrscheinlich der beste Feuerangreifer. Ach, wer braucht schon einen Feuerangreifer? Der Pinguin, achte gern, laufender Fernseher, Urmel aus dem Eis, Würfelkopf, Pinguin mit Eisklotz, Ziege, Pinguin mit Eisklotz, voll gesoffener Blindfahrer, Pingu TV, ein Pinguin, ein Teletubby, Telenton, Würfelkopf, Pokémon mit Eiswürfel, K.A. der Name. Ich glaube, da war jetzt gar keiner dabei, oder? Als ob der jetzt wirklich einfach Würfelkopf heißt. Ein Würfel mit Beinen. Also ich habe einen übersehen, aber eine Pingu TV, genau. Das weiß Ben auch nicht. Ben ist nicht allwissend. Ben ist 12. Und jetzt haut er dann bestimmt wieder komplett raus. Pinguin, wenn er digitalisiert wird. Weiter. Pinguini? Ben hat ja noch nichts, oder? Pinguini, das klingt das erste Mal so, als könnte das wirklich was sein. Kubuin. Tja, Ben muss leider passen. Ja, das muss schon was heißen, wenn Ben passt, dann können wir das gar nicht wissen. TV auf Eis gelegt. Ja, sieht auf jeden Fall wieder mal sehr speziell aus. Behinderte. Der arme Pinguin. Komm, Ben hat einen nicht gewusst. Ich weiß jetzt schon, der Amar weiß das auch nicht. Müssen wir uns nicht schämen. Oh mein Gott, da ist er. Mein Liebling, mein Bester, den ich letztens erst bekommen habe. Durch einen Random Trade, durch einen zufälligen Tausch als 100% Glücks. Ein Regirock.
Rock erkennt man natürlich diesen dicken, fetten Armen, allem drum und dran. Und ihr habt das bestimmt auch hier, das sehe ich nämlich. Regirock, Regirock. Behinderter Pinguin, auch gar Regirock, Regirock. Mülltonne. Regirock, Regi, die braune Mülltonne, der Regirock. Ich glaube, das war einfach, ne? Im Gegensatz zu dem davor. Also, schon wieder Pikachu. Ja, eigentlich, jedes Pokémon ist irgendwie Pikachu, oder? Ist ja auch immer hier unten das Bild von Pikachu drin. Also, die verarschen uns. Die wollen uns ablenken durch den Schatten hier. Dabei geht's immer nur hier unten um das. Also, es ist Pikachu. Habt ihr recht. Regirock. Richtig. Yeah. Oh, und aber den nächsten. Jetzt brauche ich wieder 2 Stunden zum... Das ist auch das Kontinentale, was da in Amerika rumschwebt. Das ist der große Bruder vom Tauros, die nicht verwandt sind und heißt, jetzt muss ich kurz überlegen. Das ist, wenn du natürlich immer nur die Werte dran schreibst und den Namen nicht mehr hast. Das ist das. Ja, dieser Büffel halt. Dieser. Wie ist der? Bisofunk. Nicht Bisafan TV. Bisofunk TV. Bisofunk. So. Was haben wir hier? Rocky war noch das alte. Bisofunk, 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 Tauros. Na, Annika, da müssen wir noch mal ein bisschen. Bisofunk, Bisofunk, yo, Bisofunk, Biso, Bisafunk. Ah, und Bisafan. Also Bisofunk. Bisofunk. Richtig. Okay, Gen 1, Gen 1, wir wissen es. Jetzt habe ich aber eigentlich schon das zu früh. Also eigentlich hätte ich ja. Hätten wir jetzt warten müssen und nicht schon direkt. Pummelhof. Pummelhof. Wuhu, Pummel. Pummelchen. Pummelhof, Pummelhof. Pummelusuff. Tauros großer Cousin. Mal schauen, ob wir da 5 Minuten Video bis 21 Uhr schaffen. Pummelhof, Tuff, Tuff, Labras, Schummelhof, Pummelsack. Der ist ja gleich... Ne, warte mal. Ja, wenn der andere kommt, der andere kann ja durchlaufen. Wir haben es ja dann alles schon mal erraten. Außer der kriegt andere Pokémon, aber das wäre ja dann unfair. Also Pummelhof, ja, ganz eindeutig. Gehen wir natürlich weiter. Pummelhof für einen Glückstausch, okay. Schauen wir hier. Pummelhof. Pummelhof. Ja. Weiß ich nicht. Sieht aus wie Zarude, nur mit anderem Kopf. Obwohl, hat Zarude solche... Also die Arme auf den Boden, das könnte theoretisch Zarude sein. Aber Zarude hat ja eigentlich einen kleinen dünnen Kopf. Vielleicht ist der Kopf aber hängt so unten und du hast die ganzen Nackenhaare, die dann über den Kopf drüber gehen. Deswegen... Ansonsten habe ich sowas noch nicht gesehen. Glumanda, Gorilla mit Trommeln, Mega-Zarude. Gibt es überhaupt Mega-Zarude? Also eigentlich sieht es nicht aus wie Zarude, aber alles, was ich kenne, kommt Zarude dem am nächsten. Deswegen musste ich halt Zarude sagen. Zarude, Zarude, Go-Trom, Flexmann. Bin raus, K.A., der Name gerade Zarude mit Perücke. Pflanzentrommel Big Banger Gorilla, die Endentwicklung vom Pflanzenstarter der 8. Generation. Ist das dann Gotrom? Pflanzenstarter 8. Gen, Afro Zarude, Zarude, Zarude mit Maske, Jo 8, Gotrom. Nee, ist es nicht. Ich denke, Flexmann wird dann wohl den richtigen Riecher gehabt haben. Gotrom? Ja. Wow, der ist ja stylisch. Gotrom. Ja, finde ich trotzdem nicht so, ne? Ich, wenn meine Mutter sagt, es gibt Essen. Oder so. Oh, und da kommen wir jetzt zu einem mysteriösen. Lass ich kurz das sacken. Gucke kurz weg. Da freuen wir uns doch schon alle auf die Johto-Tour im Februar, nachdem wir dieses Pokémon schon mal in einer Forschung an einem Go-Fest bekommen haben. Alle. Es dann als Shiny eingeführt wurde. Für alle. Und jetzt... Sie es in eine Ticketforschung nochmal reinpacken. Normal. Was ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Bei der
großen Johto-Tour. Es müsste natürlich einfach das Celebi sein. Aber jetzt pass auf, gucke hier rüber. Celebi, 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 C. Cerebri, Vesprit. Schon wieder verdrängt mit der Forschung. Ich sage nur Ladeattacke, Samenbombe. Wieso auch immer. So. Es ist natürlich das Vesprit. Ja, Celebi müsste eigentlich. Celebi. Ja. Komplett. Okay, da bin ich wieder raus. Das sieht aus irgendwie wie ein Käufwaff, wie dieser Pudel. Aber gleichzeitig sieht es auch wieder aus wie irgendein Pflanzen-Pokémon mit. Ist bestimmt wieder ein Starter am Ende. Ansonsten keine Ahnung. Ich sage einfach Käufwaff, weil es ist jetzt ein Hund. Aber für einen Käufwaff hat es einfach zu große Hände. Ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. Ich weiß es nicht. Grandiras. Faschingshund. Käufwaff als Fossil. Drache, keine Ahnung, der Name ist Sonne und Mond. Grandiras, nochmal. Also Alba und Elke, ne? Sid aus Ice Age. Sieht aus wie ein legendäres Drache mit Paletten. Mit Pasteten. Das Sudo, nicht Pseudo, das Sudo, legendäre Drachen-Pokémon. Also dann wahrscheinlich Grandiras. Wenn ich das hier aus dem Chat so nehme. Grandiras? Ja. Ja, der hat auf jeden Fall was Orientalisches. Oh! Da ist er. Das war unser... Ich hoffe, ich hab's auch richtig. Das war unser Flug-Pokémon bei Leuchtende Perle. Mit der wir die meisten Pokémon in den ersten Arenen, bei den ersten Arena-Leitern besiegt haben, als wir Leuchtende Perle gezockt haben. Und das gab es ganz am Anfang direkt, nachdem wir unseren Starter bekommen haben. Es müsste eigentlich ein Staralili sein, was wir dann Genaya genannt haben, weil die da immer so aktiv dabei war. Und weil das halt einfach dieses kleine, zierliche hat auf jeden Fall gut gepasst. Also Staralili. Und wir haben, jetzt muss ich ja wieder gucken. Staralili, 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 Taubsi. Dusegur, Duselgur. Das nächste dumme Design, Staralili, Shenaya. Die erste Shenaya, Duselgur, Azumarill. Staralili. Wann kann man wieder Zekrom Raid spielen? Wenn sie es wieder in die Raids packen, dann kann man wieder Zekrom Raid spielen. Und Taubsi sehen wir nochmal hier. Also Staralili, müsste ja eindeutig sein. Oh, da haben wir den Bockwursthund. Das müsste also der, nicht der, den ich nicht habe als Hunderter, aber der, den ich habe als Hunderter, der wo eineinhalb Ohren nur hat, das müsste der Sakyan sein mit dieser Bockwurstkette, die man ja schön sieht, die ja immer hier sich um die Beine hängt und deswegen fressen die immer an ihren Gliedmaßen rum, weil die immer noch nach Bockwurst schmecken. Und es ist... Zarude, Sakyan, Schwert, der größte böse Wolf, Sakyan, zahme Sender. Oh, der Thomas hat's falsch. Stream-Highlight, Thomas hat's falsch. Sakyan, 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 Würstchenhund. Ja. Ja, zahme Sender sieht irgendwie besser aus, ist gefährlicher, weil er hat halt hier so nur ein halbes Ohr dran, das erkennt man, weil der halt immer seine Würstchen frisst und wenn die leer sind, fängt er mit sich an. Zakyan. Ach, da macht sich keiner drüber lustig, dass der Zakyan sagt, ne? Zu mir sagen sie, da heißt Seishien. So heißt der, Seishien. So, Sashian. Nicht Zakyan. So, wir haben den nächsten. Das ist natürlich dann nicht The Green Lantern, sondern dürfte die Weiterentwicklung sein. Ich warte kurz wieder. Dürfte also die Weiterentwicklung vom Lampi sein. Diesmal nicht wie vorhin bei Goldini Goldking. Und die Weiterentwicklung von Lampi ist natürlich ein Lanturn. Vielleicht täuschen sie mich aber auch wieder. Gucken wir also wieder rein. Hallo Ramses, hallo Tim. Du und dein Sakyan. Lanturn, 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 Laterne.
Landturm. Ladanektor. Landturm. Damit Ramses sich wieder gut fühlt. Ben be like Sagian. Landturm. Müsste passen. Schau mal. Landturm. Passt. Oh, da haben wir noch was Feines für euch. Das ist einfach. Also je länger die Sachen im Spiel dann drin waren bei Go, desto besser, desto mehr kennt man die. Außerdem kann man da jetzt gar nicht so viel falsch machen, denn ihr seht hier schon die Scheren, ihr seht die Beinchen, ihr seht hier die Pilze. Der ist auch schön orange, das müsste natürlich ein Paras sein. Garados, Parasek. Hey Parasek, der hat doch so einen richtigen Knüppel auf dem Rücken, also Paras, Paras, Parat. Paras, 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 Bisaflor. Paras, Kaulaps, Dover Käfer, Ups, Kinglet, Paraya, Selemi. Brauche ich noch in Shiny von zwei Blüten Paras. Also, Paras, einigen wir uns. Paras? Ja. Oh, jetzt haben wir's. Das ist einfach, oder? Das müsste jetzt jeder wissen. Warum haben sie das? Ich glaube, das war auf dem Thumbnail auch zu sehen vorhin. Und die Entwicklung stand im Hintergrund als Pappaufsteller. Unser aller Lieblings-Pokémon, wo wir so mega auf die Mega-Entwicklung warten, dass das endlich reinkommt. Wir warten natürlich alle auf Mega Despodar. Das ist die Vorstufe vom Despodar, die Nachstufe von Lavitar. Das müsste also eine Pupitar sein. Das müsste jetzt der Chat eigentlich einstimmig wissen. Vorentwicklung von Despodar. Hier Pupitar auch da. Flexmann wieder hier. Obwohl, nee, warte mal. Hier oben sind wir. Jochen hat hier Pupitar zuerst geschrieben, genau. Also hier Pupitar Vorentwicklung. Mewtwo. Ja, Pupitar Despodar, genau. Despodar. Wo seht ihr denn Despodar? Despodar hat keine Beine mehr und keine Arme oder was. Pupis Tatar. Wie, du kennst Pupitar nicht? Wo war der Vorentwicklung von Des... Ach so. Ja, er weiß aber wenigstens, dass es die Vorentwicklung ist. Nicht wie die Leute, die gesagt haben, Despodar. Also, weißt du Bescheid. Jetzt hier. Pupitar. Ja. Das ist aber auch einfach, glaube ich, zumindest jetzt gerade zu wissen. Und zwar gibt es von denen doch zwei Formen, also zwei verschiedene Farben. Der müsste auch kontinental sein. Und es gibt den roten und es gibt den blauen. Meiner Meinung nach ein Barschuft. Jetzt guck mal in den Chat und der Chat sagt: Ich war erst da. Yeah. Elke, Barschuft. Fertig. Hier, Fisch, Barschuft, 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 Fisch mit Stock. Ein Schuft, Barschuft, Piranha, hätte ich nicht erkannt. Hä? Mir ist zwar neu, dass du hier unten so ein... Boah, das sieht aber pervers aus da unten. Also wenn du das wegnimmst und siehst das, dann ist das ein Barschuft. Der hat auf jeden Fall so eine ganz eigene Schnauze, ne? Dieser Barschuft. Oh, es ist 21 Uhr. Aber wir müssen das fertig machen, glaube ich. Barschuft? Ja. Zumindest müssen wir fertig machen den Jungen, weil wir ja jetzt gerade mitraten. Was dann der Amar sagt, das kann man ja nach der Verlosung sich angucken. Das ist natürlich den Benjamin Engel sein Lieblings-Pokémon. Das ist ein, na, mit diesem komischen Elefantenrüssel, der aber eigentlich gar nicht so lang ist wie ein Elefantenrüssel. Auch erste Generation, müsste also ein Traumados sein. Gucken in den Chat und sehen. Durfte man zusammen mit Barschwan nicht tauschen, weil das Wort Arsch im Namen ist. Dieser Stock verwirrt komplett unten, voll irritiert, kein Plan. So, Dabi, Traumado hier, genial. Traumata, Funifras. Traumauto, was macht das Traumato denn da? Dreimado, Funifras, Relaxo. Traumado ohne U. Ach, Traumauto ohne U, genau. Ja, das ist also auch einfach. So. Traumato? Ja. Oh. Ben, enttäusch mich nicht. Ben, du weißt es.
Ich weiß es nicht, muss ich direkt sagen wieder. Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Ist bestimmt wieder irgendeine Entwicklung von einem Stader. Ist bestimmt der Wasserstader in der Endentwicklung von der 8. Generation, so wie vorhin. Wir haben diesen Pflanzenaffen gehabt, da ist das bestimmt hier irgendein... eine Wassereidechse oder so. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Und es ist ein... jetzt pass auf. Intellion? Dabi? Intellion? Deku, sag Kecleon. Kecleon müsste eigentlich kleiner und andersförmiger sein. Ich habe noch nie ein Bild gesehen, wo Kecleon da stand und so dünne Gliedmaßen hatte. Also Kecleon müsste eigentlich dicker sein, sage ich mal. Intellion sehe ich nochmal. Also Intellion ist wohl wahrscheinlich wirklich ein Name von einem Pokémon. Frosch als James Bond. Ich hatte echt gedacht, es wäre ein Funifraß. Starterentwicklung, Wasser. Starterendentwicklung, Wasser. Achte Gen, ein bisschen arger, mager. Gebt dem Pokémon was zu essen. Nach Memeion, wieder Funifraß. Intelligenzbestie, Witwe Bolde, der dritte davon halt. Intellellen, Quajutsu. Ja, Quajutsu ist mega cool. Mega Kecleon. Oder obdachloses Kecleon, weil das dann halt übrig bleibt, wenn man vom Mega. Ist vom Memeion die Weiterentwicklung. Irgendwas Pflanzenmäßiges, würde ich sagen. Mist, Autokorrektur. Also wir haben auf jeden Fall hier Intellion gehabt. Mehrmals. Das muss wohl... Intellion. Ja. Zack! Es ist Wasser. Es ist Wasser. Ich bin so schlau. Ich wusste nicht, wie es heißt. Ich habe es noch nie gesehen. Aber wenn wir vorhin diesen komischen Affen hatten, der eine Pflanze war, dann musste ja dieser komische... Das konnte nur ein Wasser... eine... Wasserstarter in Entwicklung sein von irgendwas. Bin so gut, ne? Einmal. 34 Sekunden hat der Ben noch. Die Verlosung verschiebt sich also kurz, bis wir Bens Antworten durch haben. Bisher Ben nur ein was nicht gewusst. Aber das wusste niemand. Oh! Oh shit. Guck mal hier, eine Pflanze auf dem Kopf. Also das ist natürlich jetzt wieder einfach, also das ist natürlich wieder Generation 1, ihr seht natürlich, es tanzt auf einem Bein, es hält sich den Kopf, ah, es tut so weh, oh mein Gott, Enton, Enton, also Thomas, sein Lieblings-Pokémon, Enton, müsste hier drin sein auch. Enton, frisch geduscht, war glaube ich der erste hier, so, dann haben wir hier weiter, da steht noch Schild, überall steht Enton, 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 hier, Kopfweh, Aua, Enton, Kopfweh, Thomas. Enteron. Mischgrisso. Okay, Jochen. Ich glaube, Jochen ist gerade ausgerutscht. Enton. Enton. Ja. Passt. So. Oh. Oh mein Gott, jetzt pass auf, das kann wieder alles Mögliche sein. Das hat Beine, das hat eine Schale, das hat irgendwas Gewuscheltes oben drüber. Das könnte ein... ein Loturzel. Nee, für Loturzel ist da zu viel obendrauf. Beim Loturzel wäre nur diese Form. Es könnte vom Somnium die Weiterentwicklung sein, aber es ist... nee, dafür... ich weiß es nicht. Giflor ist es auch nicht. Dafür ist es auch irgendwie zusammengedrückt. Ich habe keine Ahnung. Ich passe. Ich sage nichts. Ihr müsst sagen, was das ist. Ich weiß es nicht. Hubelupf. Hubelupf, Hubelupf, Hubelupf. Mich verwirrt das halt, was so oben drüber ist. Aber ohne das hätte ich ja ganz klar Loturzel gesagt. Das ist noch mehr Hubelupf, 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 Hubelupf. Fliegendes Pflanzenkissen, Hubelupf. Hubbel, Hubelupf, eine Nase mit Haaren, Hubelupf, Hubelupf, Vorentwicklung von Papunga. Jochen ist gut. Hugelupf, irgendwas Vegetarisches. Hubelupf. Ja. Ach komm, ernsthaft. Das war doch hier die Fläche. Das war doch zusätzlich. Jetzt ist das wirklich so. Das oben ist gelb. Also jetzt macht's Sinn. Brennendes Loturzel. Das hätte auch gepasst. Nee, Ben hat's auf jeden Fall. Ihr seht, Ben, der
Das andere Pokémon, das haben sie erst in der Sendung erfunden, deswegen kannte er das nicht. Aber doch, da war dir gut. Da habe ich jetzt wirklich, da kam ich ins, aber mache ich ja die ganze Zeit schon. So, da haben wir doch wieder was. Das sieht eigentlich eindeutig aus, aber es ist schon interessant, dass sie da wirklich so extreme Formen auch reinbringen, denn das müsste, ja, vom Gala Mauzi die Weiterentwicklung sein, also das Mauzinger, was es ja eben nur da in der Region gibt, glaube ich, ganz typisch, mit diesem zerzausten Fell und diesem Wikingerhut auf, müsste ein Mauzinger sein. Frisch geduscht, Mauzinger. Ja, auch Mauzinger, 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 Mauzi. Mauzinger, 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 Miauzinger, das ist ein Digimon. Mauzinger, Gala Mauzi ist das Mauzinger, Mauzinger, TS. Miauz, genau. Weiterentwicklung von Gala Mauzi. Also auch eindeutig hier. Mauzinger? Ja. So, und wir kommen wieder zurück zur Generation 1. Das ist ja wieder einfach. Ihr seht, Generation 1 ist deshalb einfach meine Lieblingsgeneration. Das ist einfach, da brauchen wir auch nicht lange reden. Also wer das nicht erkennt, das ist eindeutig natürlich ein Mew. Guck dir das an. Nein, es ist ein Abra. Aber irgendwie hat es auch Ähnlichkeit mit Mew. Aber es ist natürlich ein Abra. So, Chat. Die Viking Raiders waren das davor. Diesmal als Scorpions hier mit Abra. Der Rest sagt auch Abra, Abra, Abra. Ein Kind, das anhören, sitzen gelassen wurde. Anhören. Sind nur Pogis aus der ersten und achten Generation. Abra, Uri Geller als Baby. Wenn es mal aufwacht, wird es ein Mew. Also bleibt es ewig so, wie es ist. Abra. So. Oh. Ja, das... Das habe ich hier. Jetzt muss ich ja kurz mal überlegen. Das gab's bei der Mac als Plüschtier, habe ich mir das gekauft, weil ich das so cool fand. Das ist natürlich dieses Geist-Pokémon, was irgendwie ein Pikachu sein möchte, aber irgendwie, ne, und deswegen das Pikachu immer ein bisschen nachmacht. Wir haben es ja auch hier am Start. Jetzt weiß ich den Namen aber wieder nicht. Irgendwas. Viele sagen dann zum Pikachu auch Mikachu, glaube ich, wenn es das Kostüm von ihm anhatte, aber Mimikma? Muss in den Chat gucken. Vorentwicklung von Levelmon am Boden. So. Mimikma! Schaff ich's hier zuerst. Mimikma, Mimikri. Mimikma, das Ding besitze ich nicht. Mimikma, 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 Mimikma. Kesto, Pupita und Hubeluf sind Gen 2. Pikachu, das entführt wird. Mimikma möchte gern Pikachu. Mimikyu. Also die einen sagen halt nicht Pikachu, sondern Mimikyu. Eine Pikachu-Fake-Puppe. Wir haben es hier auf jeden Fall. So sieht das aus, ja. Da wird 30 Euro bezahlt für dieses Pokémon. Eigentlich müsste das einen Platz immer hier bei uns haben. Man müsste hier die ganze Zeit rumhängen und schauen. Das war total gruselig. Ich wäre auch gern ein Pikachu, ich nix wissen, Mimikma, so. Also Mimikma, 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 irgendwie. Mimikma. Richtig. Mimikma, fertig. Sieht ja das sogar besser aus als das im Video, muss ich ehrlich mal sagen jetzt. Mimikyu auf Englisch. Ja, warum fangen die Leute an, da den englischen Namen zu schreiben, wenn wir die ganze Zeit beim Deutschen sind? So, da sitzt! Jetzt habt das doch. Das habt ihr vorhin schon mal gesagt. Adi, sorry, ich wollte dich nicht erschrecken. Das habt ihr vorhin schon mal gesagt, als dieses obdachlose, abgemagerte Pokémon einfach ausgesetzt wurde und alles so. Und ich hab gesagt, nein, der ist doch viel kleiner und irgendwie ein bisschen fülliger. Das müsste jetzt definitiv ein Kecleon sein. Und da erkennt man den Unterschied auch extrem. Das steht nicht so komisch geschnörkelt da rum. Es ist, genau. Ne? Frisch geduscht, Kecleon hier als erstes. Dann haben wir Kecleon, 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 Keki, Kecleon, Keks, Klon, Kecleon, Kakleon, Kek.
Eintaschendieb. Wann kommt das endlich? Wo bekomme ich das her? Das fehlt mir noch für die Pladi-Medaille. Das gibt's noch nicht. Das gibt's noch nicht in Pokémon Go. Das hat noch niemand. Aber irgendwann wird's vielleicht mal kommen. Vielleicht machen sie ja so eine 8-Euro-Forschung, wo man am Ende, so wie Galapandimus damals, einen Kecleon bekommt. Dann kauft ihr alle euer Kecleon für 8 Euro. Wäre doch schön. Kecleon. Richtig. So. Jetzt wird's kompliziert. Oder auch nicht. Hat die normale Form und die Alola-Form, erkennt man die sehr anders? Oder ist da wirklich nur der Typ anders? Oder, nee, die Frisur ist bestimmt auch anders. Das müsste doch eigentlich jetzt einfach ein normales Vulpix sein. Vielleicht ist es aber auch ein Alola-Vulpix. Und die veräppeln euch schon wieder. Sie haben ja vorhin auch Gala-Pokémon mit reingepackt. Vielleicht ist es auch ein Alola-Vulpix. Hm, wer weiß das schon. Oder haben die wirklich... Ich habe noch nicht so drauf geachtet. Aber gerade die Haarbüschel auf dem Kopf, könnte es sein, dass die bei dem normalen zum Alola anders sind. Und der Schwanz, dass der ein bisschen anders ist. Aber es müsste ein Vulpix sein. Wenn es jetzt doch das Alola ist, dann haben wir den Brettschiss. Lennart, Vulpix, fertig, zack, hier auch. Vulpix Kando, Vulpix, 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 aber Eis. Also doch Alola, hier jetzt auch Alola Vulpix. Ja, hat Unterschiede. Hisu. Wann ist das Gewinnspiel Auslosung Ramses? Um 21 Uhr. Nick, um 21 Uhr, aber leider müssen wir kurz das fertig machen. So. Feuer Vulpix, Gala Vulpix, Alola Vulpix, Ditto, was sich verwandelt hat. Genau, so sieht's aus. Und es ist ein Vulpix. Ja. Ey, das wäre so fies, wenn er jetzt sagt Vulpix und sie. Nein, es ist ein Alola Vulpix, guck. Das wäre richtig gemein. Aber ist natürlich das Normale. Oh, da haben wir unser Weihnachts-Pokémon, was jetzt die ganze Zeit hier rumsteppt, ne? Und das müsste eindeutig natürlich das Botogil sein. Mit seinem Sack mit Geschenke drin. Haben hier auch da Julchen. Sehe ich gleich. Julchen hier, Botogil, fertig, bam. Man wartet einfach übernächstes Jahr auf die Höhentour, wo Kecleon dann eingeführt wird. Botogil, Botogil. Oh, sweet, Weihnachtsmann, Botogil, Botogä. Weihnachtsmann, bye bye. Ohne Hashtag, Botogil, der Staubvermehrer, Aero-Kacksprühe. Protogel. Protogel? Ja. Wir haben nicht mehr viel. Er hatte nur noch 13 Sekunden Zeit. Das heißt, er ist gleich fertig und dann machen wir die Auslosung. Und dann gucken wir uns an, wie viele der Amar hatte. Das ist auch wichtig. Das ist auch kontinental. Das gibt es auch das Blaue und das Rote. Das Blaue ist das Hässliche. Mit dem dünnen Kopf. Das ist das Rote, was ich viel besser fand. Das müsste also das Yiu Testo sein. Den habe ich auch zu Best Buddy gemacht, weil ich den einfach richtig cool fand. Vor allem hat er nur 3 Finger und hier unten 2 Penisse. Also, da haben sie mitgedacht. Kommen wir hier wieder rein. Und haben Lennart mit Yui Testo. Yui Testo, ich glaube, Schavix hat es als erstes richtig geschrieben mit Yiu Testo. Hier steht Yiu Testo. Yuzetto steht auch noch da. Das Karadonis, der Amerikaner. Sumo Ringa. Yiu Testo, der Bruder von dem blauen Yusus. Ja, das. Es müsste Yiu Testo heißen, also ein J und ein I. Und dann der Rest, der ist ja Geschichte, ne? Utesto. Ja. Da, J-I und dann Utesto ist ja klar, also. Ist jetzt wurscht eigentlich. 2 Stück schafft er bestimmt noch. Aber jetzt wird's wieder kompliziert für mich, weil ich bringe die Reihenfolge immer durcheinander. Es gibt Merrill, Azumarill und Azurill. So. Azurill ist, glaube ich, das Baby mittlerweile. Azurill, Merrill dann so und Azumarill. Ja, Merrill, klar, Merrill ist das Normale. Also es ist Azurill das Kleine und Azumarill dann die Kombination aus beiden, also das Große. Und das müsste ja die Entwicklung sein, also müsste es ein Azumarill sein.
Azumarill. Azumarill hier, frisch geduscht. So, Azu, die kennt euch alle richtig aus. Keiner dabei, der einfach nur Meryl geschrieben hat oder Azuril. Also, passen alle. Amazon-Rille. Knuddelhaas. Azumarill. Ich glaube, er schafft immer noch zwei. Azumarill? Ja. Das dürfte ein Pokémon sein, was wir bisher nur aus Eiern und Raids bekommen haben, was es auch noch nicht als Shiny gibt. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das, glaube ich, ein Psiao. Was natürlich dann, je nachdem, ob es männlich oder weiblich ist, sich halt anders entwickelt, aber ich glaube Psiao, oder? Psiao? Hat das so eine Locke auf dem Kopf? Da spalten sich jetzt hier wieder die. Das sehe ich schon. Marschadorf. Marschadow. Lecci. Marschadow. Marschedo. Bin raus. Marschedow. Marschedow. Psiu. Weiterentwicklung von Psiao. Also wenn, dann ist es... Wäre es Psiao selber, denke ich mir. Gibt es noch nicht in Pogo. Jetzt hier auch wieder Psiao. Psiao. Nein. Psiao. Aber tot als Geist. Psiao. Der aus Wandalbtraumbringer ein mysteriöses Puh. Machado, nähern Petzni. Also ich glaube mittlerweile, dass wahrscheinlich die ersten recht haben, dass das dann ein Marschedorf ist. Weil Psiao hat, glaube ich, hier nicht so einen Samurai-Zopf auf dem Kopf. Psiao hat, glaube ich, mehrere Haarbüschel nebeneinander. Und hier unten das zeigt wahrscheinlich, dass das halt auch doch vielleicht irgendwie eine Art Geist ist. Also ja, kenne ich nicht, leider. Deswegen für mich... Ich hätte Psiao gedacht, im Chat auch viele, aber es wird dann sicherlich dieses andere sein, weil es ein bisschen abweicht. Schauen wir mal hier. Marschedo. Ja. Oha, okay. Marschadorf, Shadow, Marschedo oder wie auch immer. Ja, ihr habt recht. Also die ersten haben recht und dann kamen die ich waren. Schafft er bestimmt immer noch zwei. Ein Ben. Hammer. Super. So sieht's aus. So. Da brauchen wir eigentlich nicht lang fackeln. Das müsste jetzt jeder kennen. Alles. Das ist natürlich ein Knofenser. Man sieht auch die kleinen dünnen Beinchen, die Füßchen und alles hier. Man sieht da den Saugmund. Man sieht die zwei Blättchen. Also sieht gut aus. Das ist Knofenser. Ich sei doch sicherlich auch einig. Knofenser, Knofenser, Knofenser. Und Knofenser passt. Weiter. Knofenser? Ja. Oh, und das ist das letzte wahrscheinlich zum Abschied. Richtig brutal. Ist natürlich auch unser aller Lieblings-Pokémon, wo wir natürlich gerne auch die Mega-Entwicklung mal haben möchten und sehen möchten, weil er einfach richtig fett und brutal ist. Ist blau, ist kontinental, männlich-weiblich, sieht man auch immer extrem den Unterschied. Das dürfte ein Scaraborn sein. Aber was heißt das dürfte? Es ist ein Scaraborn, ja. Es ist ein Scaraborn. Jetzt ist es doch ein Ditto. Wir gucken noch einmal hier und sehen frisch geduscht Scaraborn. Dann der Rest auch Scaraborn, Scaraborn, Scaraborn männlich. Arschkäfer, Steckdose, Scaraborn, Knofenser, kaum erlaubt. Scaraborn männlich. Nochmal. Scaraborn? Richtig. Oh, aber das noch. Das, komm, die haben das vorher gezeigt. Den darf er noch reinknallen. Das hässliche mit dem Motorradhelm vom Seentrio. Vesprit, Selfe, Tobutz, aber es ist natürlich das Selfe, weil Selfe das aus dem Asienraum war, was halt, ja, meiner Meinung nach am schwierigsten zu fangen war, auch die irgendwie die höchsten Verteidigungswerte hatte, also Selfe zum Abschied. Und jetzt sehen wir hier unten nochmal, Lennart, warum markierst du mich immer zu? Sollen wir das zeigen, wann die Scaraborn Leute weg sind und dieselbe Leute kommen. Genaya, Selfe, ja. Vesprit V. Nee, Selfe. Tobutz. Jetzt hat jeder also ein anderes gesagt. Wir haben Vesprit, wir haben Selfe und wir haben Tobutz. Alles, aber natürlich Selfe. Seife, hässliches, stimmt. Seife, gelben Kopf.
Seife, ganz klar. Let me take a selfie, Seife. Nein, hab gedacht, das Pokémon heißt so. Du sagst das bei jedem aber. Hättest du das bei Hiotesto jetzt? Da ist es komischerweise. Da hättest du das sagen können. Da wäre das richtig cool gewesen. Seife. Ah, der war nach Ablauf der Zeit, aber. Sind das ein paar böse Menschen? Ach, der war nach Ablauf der Zeit. Das Bild wurde bei 0,1 Sekunden erst eingeblendet und wie aus der Kanone geschossen. Seife! Und dann, ach, das war nach der Zeit, ne? Dann hätten sie es gar nicht erst eingeblendet. Oh mein Gott, aber das kam an und erklärt, den Punkt hätte ich noch gegeben. Auf jeden Fall. Den Punkt hätte ich noch gegeben. Nee, das war nach Ablauf der Zeit. Der war nach... Seife! Ah! Ah. So fies. Scaraborn? Richtig. Seife. Ah, der war... Ja gut, er hat kurz gemacht und deswegen durch das ist es kaputt. Das war noch in der Zeit sozusagen und dann, ja. So, dann würde ich sagen, weil es ein bisschen gedauert hat, müssen wir jetzt aber erstmal die Verlosung machen und dann bin ich ja mal gespannt, wenn der Amar dann dran ist. Der muss ja die gleichen Pokémon bekommen wie der Ben. Ob der Ben, ob der Amar mehr Pokémon errät als der Ben, was eigentlich gar nicht geht. Weil der Ben hat einfach alle erraten. Bis auf eins. Aber das eine, das wusste auch niemand im Chat. Und das wusste der Kai Pflaume auch gar nicht. Das haben sie bestimmt wirklich einfach nur aus Spaß irgendwo reingepackt von irgendeiner anderen App und so.